Sorten sind ausländisches Bargeld und Devisen sind ausländisches Buchgeld. Wir haben es also hier mit Devisen zu tun, weil wir in der Regel mit dem Ausland, eigentlich schon im Inland, aber mit dem Ausland schon mal erstmal dreimal nicht bar handeln. Ja, sondern es geht hier um Buchgeld und nicht um Bargeld. Dementsprechend sind die beiden unteren Begriffe nur noch, arbeiten nur noch mit dem Begriff Devisen, nämlich Devisenkassa und Devisentermin, also den Begriff Sorten. Können wir ab jetzt im Grunde vernachlässigen. Wir sprechen nur noch von Devisen, also von Buchgeld. Sorten sind ausländisches Bargeld. Ich bin damals bei meiner Banklehre darauf gedrillt worden, dass die Kasse da in der Kassenhalle, wo man irgendwie seine, was weiß ich, Franzosenfranc kaufen konnte, wenn man in Frankreich in Urlaub fuhr, oder seine Peseten, wenn man nach Mallorca in den Urlaub flog, dass das die Sortenkasse ist und nicht die Devisenkasse. Sortenkasse, warum? Hier geht es um Bargeld. Ja, da will jemand Peseten haben oder Franzosenfranc. Für diejenigen, die nicht mehr wissen, von was ich rede, wir hatten mal, ehe der Euro kam, hatten wir, ne? Sie wissen, was ich meine. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.